Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es nochmal um Ladetarife oder Ladestationen. Also ja, lasst euch überraschen. Also einmal ist klar, es geht nochmal um Bonnet. Das steht im Titel. Das andere steht, glaube ich, auch im Titel. Deswegen ist es jetzt nicht so spannend. Aber wie gesagt, es geht heute nochmal um Ladesäulen, die freigegeben wurden. Und es geht um den Bonnet-Tarif. Und da hat sich einiges getan. Seid gespannt. Und los geht's. So, wir können uns das Ganze hier mal anschauen. Das sind ja noch die alten Preise hier vom Bonnet. Und leider muss ich euch sagen, wird das alles ein bisschen anders. Ich habe das erst einmal kurz gesehen und irgendwie habe ich diese Seite nicht mehr gefunden. Aber was ich genau weiß, ist, dass der hintere Tarif hier mit den 30 Cent, was übrigens jetzt hier alles in Euro ist, weil ich hier mein Land auswählen muss. Das liegt daran, dass Bonnet auch nicht mehr im Roaming so richtig funktioniert, habe ich gelesen. Ich habe es nicht ausprobiert, ich weiß es nicht genau, aber es soll wohl, ja, alles auf jeden Fall teurer werden. Also es wird sich weniger lohnen, weniger, aber nicht gar nicht. Also der hintere Bereich hier mit 200 Kilowattstunden wird 80 Euro kosten. Ja, 80 Euro, das ist dann so knapp über 40 Cent, glaube ich. Nee, 40 Cent müssen es sein. Ja, und das ist natürlich immer noch attraktiv, aber die hinteren Bereiche, also hier mit 120 Kilowattstunden, das wird auch teurer. Ich weiß jetzt nicht genau den genauen Preis, das werde ich euch irgendwann zwischendurch nochmal in anderen Videos kurz mitteilen, aber es wird auf jeden Fall teurer und das sind keine 120 Kilowattstunden mehr, sondern nur noch 100. Das heißt, ihr zahlt mehr und es sind nur noch 100 Kilowattstunden, sodass ihr auf jeden Fall in Richtung 42 Cent, glaube ich, kommt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann der Bereich mit den 50 Kilowattstunden, der bleibt 50 Kilowattstunden, wird sich aber auch erhöhen, sodass ihr da bei 46 Cent seid. Das ist das, was ich mich erinnere. Komischerweise auf der Homepage wird nur gesagt, hey, unsere Preise ändern sich bald, aber es steht halt nicht drin, ja, wie sie sich ändern. Ist aber kein Problem. Was ich auch noch machen will heute, das seht ihr gleich. Ich werde auf jeden Fall noch zur Ladestation fahren. Es gibt nämlich so eine 50 kW Ladesäule und da gibt es auch sogar einen AC-Lader. Und ich will einfach mal ausprobieren. Ich habe gelesen, dass die ganzen Allego Triple Charger, dass die nicht funktionieren. Das wäre natürlich richtig mau, weil dann hätte ich hier wirklich nur Ionity und ich will mein Auto nicht mit Ionity laden, wenn es nicht sein muss, weil das ja den Akku halt, sagen wir mal, etwas stresst. Natürlich, jetzt habe ich die 200 Kilowattstunden gekauft und jetzt werde ich sie auch verladen. Und ich habe noch ein paar Gutscheine gesehen. Und da werde ich euch auch gleich noch etwas hier mal reinschreiben. Das könnt ihr ja sehen. So, dieser Gutschein, ich weiß nicht, ob er noch funktioniert, aber wenn er noch funktioniert, dann ist dieser Gutschein für 20 Pfund Rabatt. Ich denke mal, wird nicht funktionieren, aber ihr könntet das ausprobieren. Also man kann sich die Promotion Codes kann man eingeben, ohne dass man da jetzt was gebucht hat. Und man hat also erst die Gutschrift oder erst diesen Code gut geschrieben. Und ja, dann kann man es nutzen. Also dieser Code hier, den ich hier gerade eingegeben habe, der war dafür da, dass ich 20 Pfund Rabatt bekommen habe. Das ist für mich natürlich jetzt Folgendes. Ich habe für 30 Pfund habe ich 200 Kilowattstunden gekauft. Das sind so ungefähr, das müssten so 17, 18 Cent sein, ne? Ja, die ich jetzt bezahle für eine Kilowattstunde. Und das werde ich natürlich bei Ionity verladen. Aber ich habe auch schon den Tarif wieder gekündigt. Das ist einfach nur ausprobieren. Ich will es euch zeigen, wie funktioniert es und so weiter. Und ja, es ist ja auch günstig. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt teuer lade und meinen Akku stressen. Naja, das mache ich ja sowieso ab und zu auf Langstrecken. Da mache ich sie jetzt einmal auch auf einer normalen Strecke, beziehungsweise hier in meinem Alltag. Und das ist ja nicht ganz so schlimm. Also, ich hoffe, dass das nachher funktioniert. Das wäre natürlich su super, wenn es am Triple Charger funktioniert. 50 Kilowatt oder halt an dem AC-Lader. Das müssen wir mal sehen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Was noch eine große Neuigkeit ist, die ich euch auch, bevor wir da zum Laden fahren, mitteilen will. Zeige ich euch auf meinem Handy. Ich glaube nicht, dass das
dass ich euch das jetzt hier noch irgendwo anders zeigen kann, weil bei Tesla, ja, kennt ihr die Tesla-App? Da gibt es ja hier oben den Punkt, ich weiß nicht, ist das, fokussiert das? Ich glaube schon. Sonst lese ich es auch nochmal vor. Laden Sie Ihr Nicht-Tesla-Fahrzeug auf. Ja? Erhalten Sie Zugang zum größten globalen Schnellladenetz. Ja? Da tippe ich einfach mal drauf. Dann kommt hier so eine Karte. Ich mache Deutschland mal ein bisschen größer. Und bisher war das ja so, wenn man da gesucht hat, dann gab es in Deutschland keine Supercharger. Wenn ich jetzt hier oben in diesem Bereich suchen mache, seht ihr hier, das ist eindeutig Deutschland. Ja, es ist eindeutig Deutschland. Da könnt ihr es sehen. In Deutschland sind, oh, sogar schon mehr Supercharger freigeschaltet als noch vor ein paar Tagen. Ja, also. Das kann man hier alles sehen und man kann diese Supercharger hier natürlich antippen. Zum Beispiel hier in Nürnberg und dann sieht man den Preis 69 Cent. 69 Cent die Kilowattstunde. Ich weiß nicht, ob es fokussiert, aber ich sag's euch auch. 69 Cent die Kilowattstunde ab Blockiergebühr ist 1 Euro pro Minute. Okay, das wird man ja nicht nutzen, aber no, also es, ich habe gesehen, es kostet unterschiedlich zwischen 69 Cent und 71 Cent. Wenn ich es richtig gesehen habe. Und ich weiß nicht, gibt es noch einen günstigeren? Ich kann mal kurz für euch ein paar antippen hier unten. Die sind hier alle an der Grenze. Was haben wir hier unten noch? 70. Ja, also zwischen 70 und 71 Cent sind die Supercharger. Und das ist natürlich alles andere als ein Schnäppchen. Also ich wüsste nicht, was mich dazu bewegen sollte, an den bescheuerten Tesla Superchargern zu laden. Also. Das ist viel zu teuer, ja. Also das ist doch komplett doof. Und es ist ja auch mittlerweile für die Tesla-Fahrer schon eigentlich teuer, weil sie zahlen ja auch schon wesentlich mehr als noch vor einem Jahr. Es wurde ja, glaube ich, zweimal erhöht. Okay, die zahlen, glaube ich, 55 Cent oder so. Das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall, es ist ja auch viel zu teuer. Also es gibt ja mittlerweile Tarife, die man sich buchen kann, mit einer Grundgebühr zum Beispiel. Also wenn ich längere Strecken fahre, öfter und ich lade oft bei den Superchargern, schnell, dann kann ich mir ja auch, ich kann mir ja auch, statt an den Superchargern zu laden, kann ich auch bei Ionity und Impuls. Impuls, Aral Puls oder ENBW laden. Da kann ich mir einen Elli-Tarif buchen oder irgendwas, wo du dann für 35 Cent lädst und 35 und 55 Cent. Also da hast du ein paar Mal geladen, hast du die Grundgebühr längst raus. Also ich weiß nicht, ob das so attraktiv ist. Natürlich ist es gut, wenn die Supercharger öffnen, weil das Netz wird halt riesengroß und bevor man gar nicht lädt, weil vielleicht irgendeine Ladesäule nicht geht oder vielleicht die Ionities, weil das ja nur 6 oder 8 Cent besetzt sind, natürlich würde ich da auch für 70 Cent oder 69 Cent bei den Superchargern laden, bevor ich da jetzt 20 Minuten warte. Also deswegen sehe ich so als Not ein Ladenetz und ja, um einfach auch dieses große Ladenetz nutzen zu können, denn das ist ja schon optimal, die Abstände sind gut, es gibt sehr viele Ladestationen, also das muss man ja schon sagen, aber der Preis ist halt komplett unattraktiv. Also die Leute, die Tesla fahren, Sorge müssen sie nicht haben, dass ich da stehe und mit meinem Auto euren Charger blockiere. Das wird weniger vorkommen. Aber ich werde es vielleicht mal ausprobieren und werde es euch zeigen. So, jetzt fahren wir mal zum Triple Charger und schauen uns mal Bonnet an. Ja, wir sind angekommen am Triple Charger und wir schauen mal gleich in die App von Bonnet. Gucken, ob das funktioniert. Ja, hier dieser alte hässliche Triple Charger. Man soll ja zuerst freischalten. Ich mache mal kurz hier erstmal meinen Deckel auf hier. Ne? So, CCS kann reingesteckt werden. So, dann schauen wir uns doch mal das Ganze in der App an. Das ist ganz schön sonnig hier. Ich kann mal sehen. Gehen wir mal in den Schatten. Bonnet App, hier ist sie, ne? So, wo sind wir? Da sind wir. Ja, das ist aber auch ein bisschen schlecht. Ich lege das mal hier drauf, weil man muss das hier nämlich ranzoomen, sonst kommt man gar nicht an diese Ladesäule. Allego. Ihr könnt es sehen, hoffentlich. Ach so, ich habe es so hoch gehalten. Ja, Allego. Da gibt es nämlich drei Stück und ich glaube, was ist die untere? Ja, die untere ist hier CCS. 50 Kilowatt.
Jetzt gehe ich mal auf Start Charge. Ja, guck nochmal, ist das wirklich die richtige Ladesäule? Ja, das bestätige ich. Start your charging session. Mache ich auch. Und dann kommt da nämlich gleich Plug in your vehicle, ne? Glaube ich. Kommt das? Ja, confirm plug in. So, ihr seht das. Ich mache das jetzt mal eben. Ich stecke mal eben den CCS-Stecker hier rein. Bei mir ins Auto. So, habe ich ihn reingesteckt. Und dann sage ich hier in der App, ja, ich habe ihn reingesteckt. Also, den Stecker. Ja, und jetzt gucken wir mal. Klack hat's gemacht. Und, was seht ihr da? Also, ich kann es bestätigen. Rot. Allego Triple Charger. Fail. So, wir sind jetzt an der Ionity-Ladestation angekommen. Und ich werde mir jetzt mal kurz die Nummer hier anschauen, welche ich habe. Und dann versuchen wir mal mit der Bonnet-App freizuschalten. So, hier ist das Charger Nummer 6. Ich mache wieder Start Charging. Ja, ich bin an der richtigen Ladesäule. Und Plug in your Vehicle. Mache ich. Ich gucke gerade mal, ob der schon irgendwas hier tut. Confirm Plug-in steht da. Okay, das probieren wir jetzt mal. So, ich habe das mal reingesteckt, das dumme Kabel da. Aber ganz ehrlich, das funktioniert nicht so richtig. Ich mache nochmal Start Charging. Ach, jetzt geht's. Ja, jetzt geht's. Jetzt könnt ihr es sehen. Jetzt hat er hier Your Session has started gemacht. Okay, hier ist die Reihenfolge ein bisschen anders. Aber es sieht so aus, als würde es anfangen zu laden. Und wir schauen mal, hier in der App ist 14 Sekunden, 15 Sekunden. Also hier hat er schon das Laden gestartet. Und hier macht das auch. Ja, ja. Also Bonnet in dem Triple Charger funktioniert nicht. Aber hier bei Ionity geht's. Ich weiß nicht, ob man auf dem Bildschirm was lesen kann. Der ist jetzt irgendwie bei 89, 87 Kilowattstunden. Ja, also Geschwindigkeit ist ganz okay, ist ja nicht ganz leer und ja, also Bonnet bei Ionity funktioniert. Ja, also hier lädt noch ein einziger Mensch an diesen 6 Ladestationen. Der hat ein, sagen wir mal, fremdes Kennzeichen und ja, der weiß ich nicht, womit er lädt. Wir laden mit Bonnet. Ja, 30 Pfund bezahlt für 200 Kilowattstunden, also das sind dann 18 Cent pro Kilowattstunde. Ich denke, das kann man auf jeden Fall genießen. Und es hat funktioniert. Am Triple Charger Allego, so wie die anderen Leute das gesagt haben, funktioniert es nicht. Also, ja, für mich ist es sowieso nur eine einmalige Sache. Ich werde nicht nur an Schnellladestationen laden. Außerdem wird Bonnet erhöht, das heißt, der Preis wird sich erhöhen. Und somit wird es wieder unattraktiver. Also man muss einfach damit rechnen, dass AC-Laden über 40 Cent kosten wird. Und DC-Laden wird halt auch, ja, wenn man es nicht über einen Vertrag macht, wie ich das vielleicht machen werde bei Elli, wird das also auch nicht bei 35 Cent sein, sondern eher so in Richtung über 50 Cent gehen. Und ja, damit muss man sich einfach abfinden. Klar, man kann zu Hause laden vielleicht, wenn man da eine Wallbox hat, das habe ich ja. Und das muss man sich halt überlegen. Im Moment habe ich da aber auch keinen so günstigen Anbieter. Erst ab 1.7. wird es wieder ein bisschen günstiger. Die Frage ist halt, will man dann da laden? Und ja, dann kriegt man am Ende des Jahres halt die Rechnung. Weiß ich nicht. Klar, jetzt könnte man sagen, ist ja dumm. Du sparst ja da halt einen Haufen Geld, wenn du da eben weniger bezahlst. Ja, muss man mal gucken. Also ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Das Problem ist halt aber auch, zu Hause laden ist gut und schön. Nur, ja, wenn ich dann unterwegs bin, dann nützt mir das ja alles nichts. Also da brauche ich ja trotzdem wieder die Ionity Charger. Und ist es dann nicht vielleicht besser, sich einen Vertrag zu nehmen und einfach die Karte zu haben und einfach immer, wenn man irgendwo steht, laden zu können? Weiß ich nicht. Also Bequemlichkeit auch ein bisschen zu bezahlen. Ne? Also das ist ja immer so die Devise, die man so hat. Eventuell bezahlt man dafür. Ja, ich überlege mir das. Ich habe auch einen Sommer vor mir, wo ich noch öfter weite Strecken fahren muss. Deswegen, ja, schauen wir mal, was passiert. Ihr wisst jetzt Bescheid, Bonnet wird teurer ab 22.07. Und aber es funktioniert, also wenn euch das gefällt, dann
könnt ihr das natürlich ohne Risiko buchen. Vielleicht gibt es ja auch noch wirklich den 20 Pfund oder 20 Euro Gutschein, den ich euch vorhin gezeigt habe. Dann ist es natürlich super billig und dann solltet ihr auf jeden Fall die 200 Kilowattstunden mitnehmen. Das war's für mein Video. Dann würde ich sagen, bis nächsten Sonntag. Ciao.